Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute im System Without System machen wir einen Drill, den wir alleine zu Hause ausüben können. Wir brauchen dazu keinen Partner. Das Einzige, was wir dazu brauchen, ist ein Smartphone, wo wir uns eine App zu runterladen. Oder ihr habt das Gerät auch selber zu Hause, womit man super eine Koordination, gerade eine Handkoordination, trainieren kann. Doch bevor wir darauf eingehen, möchte ich einmal ganz kurz auf meine Internetseite vermerken. Und zwar bei Facebook gibt es jetzt eine System Without System Seite, wo ich quasi mein System auch in detaillierten Umfang erkläre. Oder aber auch Videos reinkommen, die zum Beispiel bei YouTube nicht reingekommen sind. Es gibt da auch ein Video zum Beispiel, das traurige Meisterspiel heißt es. Dort zeige ich anhand eines Beispiels, wie bei der UFC jemand verloren hat, der ein Schwarzgurtträger war. Da könnt ihr auch gerne mal reingucken. Das Video gibt es nicht auf YouTube, das gibt es nur auf dieser Facebook-Seite. Also auch bitte da mal reingucken, wenn ihr es möchtet oder wenn ihr mich verfolgt. Und wenn ihr das, ja, wie gesagt, wenn ihr es mögt, dann gebt doch einen Daumen nach oben und dann könnt ihr quasi automatisch meine Facebook-Seite dadurch verfolgen. Die Techniken, die wir hier jetzt machen im Drill, sind Techniken aus dem Wing Chun und aus dem JKD. Es ist ein Tanzsau, es ist ein Packsau und es ist ein Gansau. Das alles takttechnisch zu verarbeiten und hintereinander zu setzen, ist für einige noch sehr schwer, für andere fällt es leichter. Aber es ist ein sehr gutes Training, um einfach mal sich dadurch auch warm zu machen oder aber auch seinen Kopf quasi einzuschalten, als ob der Schalter einmal Klick macht und jetzt bin ich wach, jetzt wissen meine Hände, was sie tun sollen und ich habe die ersten Trainingseinheiten quasi schon begonnen. Okay? Wie wir stehen, in welcher Position ist vollkommen egal. Wir können hier traditionell in der Mansa-Wusa-Position stehen. Wir können aber auch sagen, ey, ich stehe hier in einer ganz normalen Selbstverteidigungsposition, wie man es aus dem Krav Maga kennt. Oder aber man nimmt eine lockere Haltung ein, wie aus dem GKD. Man kann aber auch aus dem Kali arbeiten. Das ist ganz egal, welche Grundhaltung ihr da einnimmt, ist euch überlassen. Das macht hier wirklich keinen Unterschied. Kommen wir jetzt mal zu den Techniken. Das erste, was wir machen, ist ein Tanzsau. Ja? Wie sieht ein Tanzsau aus? Ganz einfach. Wenn der Schlag jetzt hier kommen würde, wehre ich ihn mit der offenen Hand ab und nehme die Kraft mit und schlage hier raus. Ja? Dadurch haben wir einen Tanzsau. Macht bitte hier keinen Fehler und macht ihn hier rein, sondern bleibt wirklich in der Bewegung, weil dann kann er euch auch nicht treffen. Wenn ihr hier bleibt, dann kommt er trotzdem durch. Deswegen bleibt ihr hier. Alles klar? Nochmal, wir sind hier und ich mache jetzt einen Tanzsau. Das ist das Erste, was ich tue. Jetzt mache ich von hier aus so einen leichten Hühnsau. Also das heißt, ich gehe hier so ein bisschen so rein und arbeite hier im Packsau. Okay, nachdem ich den Packsau gemacht habe, mache ich hier die Hand wieder auf und arbeite im Gansau. Okay, das ist die eine Seite. Nochmal, ich bin hier, Tanzsau, Packsau, Gansau. Nochmal, Tanzsau, Packsau, Gansau. Nochmal, Tanzsau, Packsau, Gansau. Okay, jetzt gehen wir auf die andere Seite. Das heißt von hier aus, Tanzsau, Packsau, Gansau. Jetzt haben wir hier die Faust, jetzt machen wir hier den Tanzsau raus. Tanzsau. Packsau, Gansau. Tanzsau, Packsau, Gansau. Tanzsau, Packsau, Gansau. Okay, das Ganze mal von der Seite. Ich stehe hier und beginne mit dem Tanzsau, Packsau, Gansau. Tanzsau, Packsau, Gansau. Um bei diesen Kombinationen jetzt einen Drill zu gestalten, nehmt ihr euer Smartphone und ladet euch folgende App runter. Wenn ihr diese App runtergeladen habt, könnt ihr hier ein eigenes Tempo bestimmen. Fangt bei 100 an, geht dann auf 125 und nachher auf 150. Um dort dann vernünftig in diesem Takt zu arbeiten. Ich zeige euch einmal, wie das Ganze aussehen kann. Man merkt hier sehr schnell, dass es ein super Drill ist, den man zu Hause üben kann. Da geht schnell mal eine Stunde vorbei. Man versucht seinen Personal Record jedes Mal zu brechen. Das heißt, man versucht höher zu kommen. Und man merkt, wie die Koordination doch teilweise einen da einen Streich spielt. Wenn man kein Smartphone hat und nicht diese App sich runterladen kann oder aber auch nicht dieses Gerät manuell irgendwo zu Hause stehen hat, dann kann man auch Folgendes tun. Man kann sich immer einfach die Hauptnamen der Techniken die ganze Zeit sagen. Ist ja ein Tanzsau, Packsau, Gansau. Da nehmen wir nur die ersten Silben von. Tan, Pak, Gan. Tan, Pak, Gan. Wenn man das so macht, dann kann man quasi das selber schon üben, ohne dass man jetzt ein Smartphone hat, indem man dann nachher auch schneller wird. Tan, Pak, Gan. Tan, Pak, Gan. Tan, Pak, Gan. Tan, Pak, Gan. Okay? Könnte man hier jetzt, wenn ich mal hier auf... Ja?
Hört man den Takt? Und wenn ich jetzt mein Wort draufsetze, Tanpakkan, 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 Tanpakkan. Kann man das die ganze Zeit sagen? Und man würde quasi auch so arbeiten können, ja? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Denkt immer dran, mittwochs und freitags ein Video von mir. Mal ist es SWS, das System Without System, oder aber auch mal Fitness oder einfach Motivation, ein bisschen Theorie. Und ja, ich danke euch vielmals für eure Treue, dass ihr dabei seid. Schaut auch auf meinen Facebook-Seiten vorbei. Wie gesagt, neue SWS-Seite am Start. Schaut einfach mal rein und ich danke euch vielmals. Wir sehen uns.